Ja, meine Freunde, was geht ab? Euch Xavin hier am Start mit einem neuen Summoners War Video. Wie ihr hier seht, bin ich heute zum ersten Mal in diesem Spiel drin. Das liegt daran, dass heute Ostern ist. Deswegen machen wir mal den Wunsch und den Weltenboss gemeinsam. Und heute reden wir über meine Gilde. Meine Gilde braucht, wenn ihr die Streams schon ein bisschen mitverfolgt habt, neue Mitglieder. Dringend. Dringend, dringend, dringend. Deswegen möchte ich heute mal ein bisschen darüber reden und dieses Video meiner Gilde widmen. An allererster Stelle bedanke ich mich bei allen Vizes und Offizieren. Ja, das heißt ja einfach Vize. Bei allen Vizes, die ich in der Vergangenheit oder aktuell auch habe und hatte. Vielen, vielen Dank, dass ihr das alles so mega für mich gemanagt habt. Eine Gilde ist leider extrem viel Arbeit. Und wie viele wissen, habe ich relativ wenig Zeit und ich konnte mich auch auf alle anderen Spiele bezogen eigentlich nie so richtig um so eine Gilde kümmern, wie es manche Anführer vielleicht machen. Ich war quasi eher so Symbolfigur, um die Leute so in die Gilde reinzulocken. Das klingt jetzt so böse, aber damit Leute eher die Gilde finden und dazustoßen. Und ich habe eigentlich selbst auch in Boom Beach, in Clash of Clans und damals auch in Plunder Pirate Zeiten eigentlich nie Zeit gehabt, die ganzen Gilden zu führen. Das ist so extrem viel Arbeit, vor allem wenn es dann auch noch so viele Spiele sind. Da muss man auf so viele Sachen achten. Deswegen auch an dieser Stelle, auch wenn die wahrscheinlich nicht zuhören, vielen Dank an alle Offiziere, Vizes, die ich in allen möglichen Spielen in der Gilde hatte. Die haben sich wirklich so um die Gilde gekümmert, als wäre es ihre eigene Gilde. Deswegen ein großes Herz für euch. Vielen, vielen Dank. Das ist extrem nett von euch und ihr habt mir mega viel Arbeit abgenommen. Ohne euch hätte ich das wahrscheinlich nie geschafft, beziehungsweise hätten die Gilden gar nicht so gut funktioniert. Also vielen Dank. Also ich schaffe das nicht. Manche mögen das total gern und machen das auch mit Leidenschaft und kümmern sich gern um eine Gilde. Wenn ich mir das aussuchen könnte, ist es natürlich schön, wenn man Anführer ist und man sich auch bestimmte Sachen einfach so ausruhen kann oder mal anderes locker sehen kann. Aber im Prinzip wäre es mir am liebsten, und das habe ich auch in anderen Spielen schon gesagt, so, hey, lass mich doch lieber normales Mitglied sein und du kannst dann Anführer sein oder so in anderen Spielen. Normalerweise bin ich eigentlich von der Art Spieler her eher ein normales Mitglied. Ja, ich kann mich nicht um sowas kümmern. Um die ganzen Aufstellungen, um Probleme, wenn irgendwer nicht angreift und alles sowas. Das hat sich in der Vergangenheit, ist das mega gut gelaufen. Aber nur durch meine Vize-Anführer. Also vielen, vielen Dank. So, vor einer gewissen Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ist ein Großteil der Leute aus der Gilde rausgegangen. Auch vor allem, weil wir so Zeiten umgestellt haben und so. Und dann war das so ein kompletter Neuanfang für die Gilde. Und es lief mega gut. Wir waren dann ein paar Wochen hintereinander sogar G3 im GK. Und jetzt seit kurzem haben wir immer wieder neue Mitglieder, dann gehen die wieder raus, dann wieder neue, dann gehen die wieder raus. Und das ist mega stressig. Vor allem zerfällt die Gemeinschaft, dann die Leute, die Profilbilder machen, die ärgern sich und denken dann, wieso soll ich die dann machen, wenn die dann nach einer Woche wieder die Gilde verlassen. Und sowas ist halt sehr schwierig. Vor allem kann man da nicht konstant im Rang bleiben. Vor allem dann im BK. Auch nach diesem Update ist es richtig hart, dann einen guten Rang zu erreichen. Deswegen an dieser Stelle bitte ich euch, wenn ihr den Anforderungen entspricht, ja, tretet bitte der Gilde bei. Es würde mich sehr, sehr freuen. Hier unten seht ihr die Line-IDs, schreibt am besten nicht mir, weil mein Line-Account schon platzt. Deswegen an dieser Stelle auch vielen Dank an Nymph, dass sie den Vize-Posten so gut übernommen hat. Falls ihr euch wundert, warum Darky aktuell nicht Vize ist, er hatte sehr viel auch mit anderen Sachen zu tun und deswegen hat sich auch netterweise The Rock zur Verfügung gestellt, dass er den zweiten Vizeposten übernimmt. Danke auch an dieser Stelle. Also meldet euch bei einem von den beiden und dann geht das eigentlich ohne Probleme. Hier steht so ab 50 Sixters, es spielt keine Rolle. Es könnten auch 100 Sixters sein, der schlechter ist als einer mit 40 Sixters. Ihr solltet allerdings eine gewisse Runenqualität haben. Ihr solltet im Top 100, Top 50 GKs nicht verzweifeln, nicht untergehen, sonst macht's für euch keinen Spaß und es bringt der Gilde nichts. Also wir machen die ganze Zeit Full Death und wir kämpfen hart. Wir haben in Line eine Gruppe, da müsst ihr auch reinkommen.
Aber das ist kein Problem. Selbst Line ist aktuell, glaube ich, nur mit Handynummer zu erreichen, aber keiner wird eure Handynummer sehen. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das Ding ist, wir melden uns auch an. Ja, also ihr könnt, wenn ihr nicht Zeit, also wenn ihr keine Zeit in der Woche habt für GKs, BKs oder so, dann müsst ihr nichts machen. Wir melden uns an für GK oder für BK. Also man kann eins von beiden nehmen oder beides zusammen. Beides zusammen ist natürlich am besten für die Gilde, aber ihr könnt euch zum Beispiel auch nur für eins anmelden. Und am besten wäre es, wenn ihr auch immer die Labyrinthkämpfe macht. Es wäre noch nicht mal schlimm, wenn ihr die einfach nur auf normal laufen lasst. Ich weiß, SW verbraucht extrem viel Zeit, vor allem wenn man nebenbei arbeitet, Hobbys hat, Freunde hat, dann dauert das, wenn man alles am Tag machen will. Deswegen hatten wir in den letzten Tagen auch so eine kleine Diskussion in der Gilde und ich habe gesagt, wir dürfen den Spaß an so einem Spiel nicht vergessen. Also klar, man soll nicht in der Gilde so reingehen, so, ja, ich kämpfe mal, wenn ich Bock habe. Man sollte natürlich irgendeine spezielle, Verantwortung auch für die Gilde haben und ein bisschen helfen. Aber wenn man sich wirklich da durchquält, dann sollte man sich vielleicht eine Woche nicht anmelden oder mal andere Prioritäten sehen. Aber das Video soll natürlich für motivierte Spieler sein, die gerne eine gute Gilde wollen. Wir sehen, wir haben letzte Woche leider nur einen A-Rang abgeschlossen und das geht eigentlich gar nicht für uns. Das ist so richtig mies. Also wir hatten noch ein bisschen Pech mit den Wegen, dass man Tartaros erst erreichen konnte, nachdem man so einen Boss besiegt hat. Aber okay, ich meine, es ist kein Weltuntergang. Macht's einfach auf normal. Das liegt auch an den Mitgliedern. Wir haben halt nur 20 und alle davon sind nicht mal aktiv. Und im Labyrinth kommt es halt auf die Mitglieder an, wie viele man auch hat, damit wir die Wege schneller freischalten. Also, eigentlich erwartet euch bei uns eine sehr nette Gilde, eine gute Gemeinschaft und hoffentlich auch bald wieder ein richtig starkes Team. Wir können ganz gut oder ganz viel erreichen, wenn wir denn zusammenarbeiten würden. Und ich hoffe, dass wir das in der Zukunft wieder ein bisschen verstärkt machen. Ich habe in letzter Zeit auch richtig wenig Zeit für dieses Spiel und deswegen ist es noch schwieriger für mich, sich um so Sachen zu kümmern. Deswegen ist das leider alles auf Nymphs Schultern gegangen und das tut mir auch mega leid. Sie stand dann quasi so alleine da, weil Darky keine Zeit hatte. Ich hatte keine Zeit und dann war sie alleine und die Gilde ging so oder zerbrach so ein bisschen. Und das hat sie auch dann mega frustriert, obwohl sie sich eigentlich für alles eingesetzt hat. Deswegen hoffe ich, dass wir hier ein paar neue, liebe Mitglieder bekommen, die auch in schweren Zeiten gerne in der Gilde bleiben und nicht direkt abhauen. Ich hasse sowieso, nichts gegen die Person im echten Leben, aber ich hasse Spieler, die nach einer Woche in die Gilde wechseln. Das gilt für mich gar nicht. Also außer man merkt sofort, oh shit, die Devs sind viel zu hart. Aber das sollte im Voraus eigentlich schon klar sein. Also ich hoffe, dass ich mit diesem Video ein paar Leute anspreche, die Teil dieser Gilde werden. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr seht hier unten auch GK-Zeiten, montags bis freitags 8 bis 20 Uhr, samstags 8 bis 16 Uhr und dann beginnt halt der zweite GK 16 Uhr bis dann Schluss ist. Der endet ja früher, deswegen haben wir da vier Stunden eher sogar den GK, damit wir samstags da ein bisschen weniger Stress haben. Der geht ja nur bis 22 Uhr. Wir haben immer die 6-Punkte-Regel, also plus 3er, plus 2er, plus 1er oder 2 plus 3er und plus 0er. Ihr könnt natürlich auch immer weniger nehmen, wie ihr wollt. High Def die ganze Zeit, auch im BK, bitte nur starke Devs ausstellen. Ich sag's an dieser Stelle schon mal. G2, G3-fähige GK-Monster, das wäre sehr wichtig. Arena-Rang ist total egal, ja. Also ihr müsst jetzt nicht hier unbedingt Gold 3 oder was weiß ich, Rotstern sein, um in die Gilde zu kommen in der Arena. Arena juckt nicht. Ja, es geht um GK, BK und dass ihr im Labyrinth einfach aktiv dabei seid. Wie gesagt, ihr könnt auch ruhig auch nur auf normal angreifen, wenn ihr an einem bestimmten Tag keine Zeit habt. Hauptsache, wir räumen die Wege frei. Und Werbung nur überleihen. Mit Profil, ne? Also am besten dann, keine Ahnung, man zeigt dann am besten mal hier so sein Profil. Also nicht das hier, sondern hier so das Buch. Dann hat man so einen ersten Eindruck. Keine Ahnung, vielleicht das noch hier, wobei das spielt keine große Rolle. Einfach mal das Profil hier und dann, keine Ahnung, so eine Übersicht von den Monstern, was ihr so habt, was eure Key-Monster sind und dann, keine Ahnung, zum Beispiel, ja, so ein paar Runen hier, hier so ein paar Stats. I don't know, wenn genaue Nachfragen sind,
naja, sagen, schreiben die Leute euch oder dass ihr euch mal im Chat trefft oder so. Naja, so viel dazu. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Gilde unterstützt. Und nochmal vielen, vielen Dank an alle Vize und Offiziere, die ich jetzt habe und die ich in der Vergangenheit hatte. Das bedeutet mir sehr viel. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Sound of War Video wieder. Ihr macht fleißig das Event und dann sehen wir uns bald wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.